Ich habe als Kind schon in Brasilien, habe ich schon in so Konservendosen alle möglichen Kräuter gezüchtet. Ich habe meine goldene Regel und das ist jede dritte Pflanze zu einem Drittel. Und die ist streng. 80-90% der Schritte, die man macht, sind wahrscheinlich nicht erfolgreich. Und das ist gut so. Oberhalb von Abtenau im Bezirk Hallein, mit Blick auf das Tennengebirge, liegt der Leierhof. René Schröder hat 40 Jahre als Biochemikerin an der Uni Wien geforscht. Jetzt in der Pension hat sie sich zusammen mit ihren Söhnen ein kleines Paradies erschaffen. Ursprünglich war die Familie auf der Suche nach einer Almhütte. Durch Zufall ist sie auf den Leierhof gestoßen, der zum Verkauf gestanden ist. Vor 2,5 Jahren hat René Schröder ihr Stadtleben gegen das Leben auf dem Kräuterhof getauscht. Ja, es ist schon ein Kontrastprogramm zu meinem Berufsleben, wo ich in Wien war, immer durch die Weltgeschichte geflogen bin und unterrichtet habe. Und da war ich sozusagen sehr immer in Bewegung. Jetzt bin ich auch immer in Bewegung, aber mache eine andere Bewegung. Ich war der Meinung, ich bin ein Städtemensch, weil ich immer in Städten gewohnt habe. Und mir gefällt Wien auch sehr gut. Ich bin auch sehr gerne in Wien. Man hat einen ganz anderen Kontakt zu Menschen. In Wien geht man blindlings an Menschen vorbei und beachtet sie nicht. Aber hier nimmt man eigentlich mit jedem, den man sieht, mindestens Augenkontakt und man grüßt. Man kennt dann jeden. Also das ist ja ein ganz anderer Zugang, wie Menschen miteinander umgehen. Jetzt in ihrer Pension hat die in Brasilien geborene Forscherin mit den Wildkräutern und deren Wirkungen eine neue Leidenschaft entdeckt. Aber die Natur begeistert die 68-Jährige schon früh. Ich habe als Kind schon in Brasilien in so Konservendosen alle möglichen Kräuter gezüchtet und Vögel gezüchtet. Das hat mir immer Spaß gemacht. Dann habe ich das vollkommen vergessen. Und wir müssen ja den Leierhof bewirtschaften. Man kann nicht einfach herkommen und hier wohnen und nichts tun. Und ich habe überlegt, Kühe, Milchkühe oder Schafe wollte ich eigentlich nicht. Also gibt es genug und das kann ich nicht. Und dann habe ich überlegt, was gibt es hier für Möglichkeiten? Und wenn man flexibel ist, habe ich die Kräuter entdeckt. Die Vielfalt, was hier wächst, ist enorm. Und dann habe ich beschlossen, eine Sache, die ich hier probieren kann, ist mal die Kräuter kennenlernen und dann alpine Kräuterprodukte herzustellen. Das ist keine Hexerei. Mein biochemisches Wissen ist da fundiert genug, dass ich das handeln kann ohne Probleme. Um die 33 Hektar Agrargrund bewirtschaften zu dürfen, haben sie und ihr Sohn Konstantin sogar die Landwirtschaftsschule besucht. Nachhaltigkeit hat bei René Schröder einen hohen Stellenwert. Das fängt schon bei der Ernte der Kräuter an. Meine Wiesen sind ja wild, die sind nicht kultiviert. Also das, was wächst, wird gesammelt, aber auch sehr nachhaltig gesammelt. Vor jeder dritten Pflanze nehme ich ein Drittel, weil sonst ist ja im nächsten Jahr nichts mehr da. Das ist mal Aspekt Nummer eins, was wächst hier und was wächst hier jedes Jahr anders. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich mit diesen Produkten alles machen? Und da ist der Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt. So also Seifen, Salben, Oxymele, Tees, also das ist alles Mögliche. Und mir geht es eigentlich um ein Wissen bewahren, also erfahren, was es alles hier gegeben hat. Dass man das so aufbereitet, dass es nachhaltig gesichert sein kann, verbreitet wird und dass die Leute auch so ein Miteinander haben. Es gibt ja nichts Schöneres, als gemeinsam eine Wanderung zu machen. Kräuter zu sammeln und dann überlegen, was machen wir mit den Kräutern. Da werden in Portwein eingelegt oder in Wodka eingelegt. Da kann jeder seine Kräuter, die ihm gut tun, auf seine Art und Weise konservieren. Also kann man unendlich viel machen. Ich muss natürlich nachhaltig sein, weil wenn ich alle Kräuter, die ich gut verwenden kann, abernte, werden die anderen überhand nehmen und dann habe ich die nicht mehr. Das heißt, ich habe meine goldene Regel und das ist jede dritte Pflanze zu einem Drittel. Und die ist streng. René Schröder beschäftigt sich nicht nur mit der Wirkung von heimischen Kräutern. Eine exotische Pflanze hat es ihr besonders angetan, sie soll eine ganz spezielle Kraft haben. Das ist das Jiaogulan. Das ist so ein chinesisches Kraut der Unsterblichkeit anscheinend. Das hat eine Pharmafirma entdeckt, das hat mehr Ginsengoide als Ginseng. Und die Menschen, die dieses Kraut regelmäßig zu sich nehmen, sind gesund und werden sehr alt. Und das ist anscheinend auch blutdrucksenkend und zuckersenkend. Ginseng ist ja bekannt, dass es gut ist. Und der Jiaogulan hat mehr Ginsengoide als Ginseng.
meine Mutter hat immer jedes Jahr 2-mal 3 Monate Ginsengkuren gemacht und die war bis zum Schluss ganz hell im Kopf. Auch wenn man sich auf Einzelerfahrungen nicht verlassen darf, sagt Schröder. Die pensionierte Biochemikerin ist zwar in der Natur daheim, dennoch verschließt sie sich nicht vor der Zukunft und vor neuen Technologien. Ganz im Gegenteil. Nachhaltigkeit in Verbindung mit einer neuen Technologie steht bei ihr an oberster Stelle. So vertreibt sie zum Beispiel ihre Produkte in einem Webshop im Netz. Das Internet und die sozialen Medien sind essentiell. Nicht nur der Webshop, aber auch Facebook und Instagram und auch die Online-Medien generell. Auch wegen meiner Arbeit als Autorin. Ich habe auch gerade ein Buch geschrieben. Also ich brauche das Internet unbedingt. Und ich habe ja bekannte und wissenschaftliche Kollegen der ganzen Welt, mit denen muss ich kommunizieren. Veränderung bedeutet Zukunft, sagt René Schröder. Etwas, was sich nicht verändert, kann sich auch nicht entwickeln. Und sich permanent weiterzuentwickeln, offen für Neues sein, das treibe die 68-Jährige an. Was wäre gewesen, wenn die erste Urzelle, die entstanden ist, sich perfekt repliziert hätte? Was wäre dann auf diesem Planeten geworden? Da wäre nur diese eine Zelle da und sonst gar nichts. Also, und deswegen mag ich auch den Begriff Fehler nicht. Ja? Fehler sind eigentlich Teil des Systems, wenn man, wir lernen ja, es gibt ja kein Ziel in der Evolution und es gibt keinen Plan. 80-90% der Schritte, die man macht, sind wahrscheinlich nicht erfolgreich. Aber das macht nichts, weil wir lernen ja durch Probieren, auch die Natur, die Evolution lernt durch Ausprobieren, durch neue Schritte, weil wir wissen ja nicht, was passiert, wenn man manche Dinge macht. Und das ist gut so, weil woher sollen wir das wissen? Es steht ja auch noch nicht fest. Es ist ja noch nie passiert, es sind ja alles neue Dinge. Da kann man nicht wissen, was die Folgen sind. Und damit muss man leben können. Und es gibt natürlich, die meisten Menschen sind sehr ängstlich und konservativ und haben Angst, einen Fehler zu machen und tun lieber nichts. Und das ist der größte Fehler. Nichts zu tun ist schlimmer, als einen Fehler zu tun. Und das einzusehen, zu lernen und es dann besser zu machen. Bei all den Veränderungen soll man aber nicht zu verbissen sein, seine Pläne beharrlich umzusetzen. Das habe ich von der Evolution gelernt. Wenn man zu klare Ziele und Pläne hat, wird man blind für die Möglichkeiten, die sich darbieten könnten. Ich habe auch jetzt keinen Plan, in der kurzfristigen natürlich schon, Jahr für Jahr ungefähr, was ich machen möchte. Ich habe auch kein Ziel, die Zukunft steht nicht fest, aber ich schule meine Wahrnehmung, um wirklich viele Dinge wahrzunehmen, die sichtbar sind oder was ich machen könnte. Und dann überlege ich mir, mache ich das oder mache ich das nicht. Geheimrezept für ein langes, gesundes und zufriedenes Leben habe die selbsternannte Kräuterhexe keines. Aber die Erfahrung habe ihr eines gelehrt. Ich habe viele Freundinnen, die schon weit über 90 sind, voll im Berufsleben sind, voll aktiv. Man braucht nur die Menschen anschauen, die alt geworden sind und die noch eine Lebenskraft und eine Lebensfreude haben und Schaffensfreude. Also was man aufpassen muss im Alter ist, dass man glaubt, man kann nichts mehr tun. Es gibt natürlich, also früher war meine Energie grenzenlos. Das war kein Argument, das geht sich nicht aus von der Energie her. Jetzt merke ich, dass meine Energie nicht mehr grenzenlos ist und dann stellt man sich halt drauf ein. Aber es gibt genug Dinge, die nicht so viel Energie brauchen. Aber ich glaube, vielleicht ein Rezept, aber kein Geheimrezept, ist einfach Freude an den Dingen, die man tut. Genau diese Freude kann René Schröder in ihrem kleinen Paradies, dem Leierhof in Abtenau, ausleben. Mit ihrem Wissen über die Kräuter hat die pensionierte Forscherin nicht nur eine spannende und erfüllende Aufgabe gefunden. Durch ihre Leidenschaft und mit ihren Produkten kann sie vielleicht sogar noch anderen Menschen Gutes tun.